Hallo ihr Lieben, willkommen wieder bei einem neuen Video von Frank Macht's. Mein Name ist Frank und ich habe was mega Tolles gesehen, und zwar Eibrötchen. Denkt ihr, ja, Eibrötchen, halbes Ei darauf machen, tschüss, ne? Salz, Pfeffer, fertig. Nein, nein, Brötchen, frische Brötchen mit einem Ei drinne. So, das werden wir heute mal machen, weil ich es super interessant fand. Wir brauchen den Teig, den ich gestern Abend gemacht habe. Rezept wie immer unten drinne, aber wie ein Teig geht, wisst ihr inzwischen auch. So, den Teig habe ich gestern gemacht. Ich habe schon ein paar Eier heute Morgen sehr weich gekocht, so 4 Minuten rum, 4, 4,5 Minuten, weil das da drinne ja noch ein bisschen weiter gart. So, wir haben das alles soweit vorbereitet, aber jetzt kommt erst mein ganz kurzes Intro und dann geht's weiter. So, da seid ihr wieder. Wir fangen an, erstmal ganz bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche hier zu machen. Dann werden wir den Teig ganz vorsichtig nur rauslassen. Sehr viel Luft drinne. Dann machen wir allerdings die Schale ja auch noch ein bisschen sauber. So. Das kommt dann noch mit zu. So, ganz bisschen Mehl an die Hände. Und dann müssen wir auch schon die Eier mal eben abpellen. Teilen wir uns ein bisschen Teig ab. Könnt ihr auch in einem anderen Video von mir sehen, wie macht man leckere Sonntagsbrötchen. Ich zupfe die jetzt hier so ein bisschen auseinander, nur ganz vorsichtig. Und dann versuchen wir mal, das Ei da vorsichtig einzubringen. Und dann werden wir das mal ein bisschen dort einbringen. So, alles immer ganz vorsichtig nehmen nur. So. Das ist unser erstes Brötchen. Das ist noch ganz. Kommt das hier rein. Und dann schlagt ihr das um, so wie ihr das mit den anderen Brötchen auch immer macht. Tricky, tricky. So. Und der zweite. Boah, das wären noch Bombenbrötchen, oder? So. So, das gleiche. Zack, einpacken. Zack, einpacken. So, und nehmen und rauf. So, es ist auch heile geblieben. Und einmal einpacken. So, Ofen ist auch heiß, hat gerade gepiept. Jetzt kommen die in den Ofen, also bei 250 Grad,
schön mal eben ein bisschen Wasser rein, dass schön Wasserdampf hochkommt. 10 Minuten bei 250 richtig Power. Dann runterstellen auf 200, 190, 200 Grad. Schnellste, geilste Brötchenrezept ever. Ihr Lieben, die Brötchen sind fertig. Wir werden jetzt mal, ich habe sie ein ganz bisschen abkühlen lassen, sind noch warm. Wir werden jetzt mal ein Brötchen, werden wir mal aufschneiden, um dann zu sehen, wie das von drinnen aussieht. Ich schneide das mal ein bisschen schräg an. Oha, guck mal, da liegt das Ei. Ja, man hat ja keinen Einfluss darauf, wo das Ei ist, aber es ist komplett drinne. Ja, ganz in der Mitte wäre es natürlich noch schöner. So, sehr gut. Und schon habt ihr zumindest Ei im Brötchen. Mittig wäre noch cooler, aber wer weiß, wie die anderen geworden sind. So, so könnte man das machen. Ist mal ein Highlight, die Leute beißen ins Brötchen oder schneiden sich Brötchen auf und dann, huch, ein Ei. Ne? Eine lustige Sache, geschmacklich sicherlich auch schön. Der Teig ist auch sehr gut geworden. So, ich werde mir das jetzt schön einverleiben und ich sage danke fürs Zuschauen und seid einfach kreativ. Ne? Brötchen sind ganz einfach. Und haut doch mal irgendwas da rein, eine kleine Überraschung. Macht's gut, ihr Lieben. Das war Frank Macht's.